Herr, Sie wissen nicht, warum ich ihn empfing. Sie hätten sonst gewiss wie ich gehandelt. Es ist erstaunlich und nur sehr schwer zu glauben. Es ist überhaupt nichts passiert. Ich saß auf dem Balkon und war am Nähen. Da sah ich einen schönen jungen Mann an den Bäumen dort vorübergehen, der mich erblickte und uns sehr höflich grüßte. Ich, um nicht ungehobelt zu erscheinen, verneigte mich nun meinerseits. Und da verneigte er sich ein weiteres Mal vor mir. Ich tue es ihm in aller Eile nach. Und weil er gleich ein drittes Mal erwidert, erwidere auch ich zum dritten Mal. Aber er geht und kommt und geht. Und jedes Mal verneigt er sich aufs Höflichste vor mir. Und ich, die dieses Ganze hin und her gespannt betrachtete, grüßte nun ebenfalls zurück, sodass, wäre nicht die Nacht herangekommen, ich immer noch unverändert dasäße, da ich nicht weichen und auf keinen Fall unhöflicher erscheinen wollte. Am anderen Tag vor unserer Tür kommt eine Alte auf mich zu, die mir sagt: Mein Kind, der Segen Gottes sei mit Ihnen und er erhalte Sie in Ihrem Liebreiz. Doch gab der liebe Herr Gott Ihnen nicht die Schönheit, damit Sie anderen Menschen schaden können. Drum sollen Sie erfahren, dass sein Herz, das Sie verwundet haben, Klage führt. Ich? Jemanden verletzt? Frage ich erstaunt. Ja, verletzt und schlimm verletzt. Den Sie gestern vom Balkon aus sahen. Ach, Herrje, wie mag das denn geschehen sein? Fiel mir versehentlich etwas herunter? Nein, sagte sie. Ihre Augen sind dran schuld. Von denen kam das ganze Übel. Ach, Herrje, wie mich das überrascht. Das Übel soll aus meinen Augen sprühen? Ja, sagte sie. Ihre Augen können töten mit einem Gift, von dem Sie selbst nichts wissen. In einem Wort, er sieht dahin, der Arme. Und, sagt die gütige Alte, sollte es sein, dass Sie ihm die Hilfe grausam verweigern, kann man den Mann begraben in 2 Tagen. Ach, Herrje, das täte mir sehr leid. Aber was soll ich denn tun, um ihm zu helfen? Mein Kind. Er wünscht nur eine Wohltat, dass er sie sehen und mit ihnen plaudern darf. Nur ihre Augen können sein Verderben aufhalten und ihn heilen von dem Übel. Ach, nun gut, also wenn es so um ihn steht, dann mag er doch so oft er will mich hier besuchen. Kaum sah er mich, da war er schon geheilt. Finden Sie nicht, ich habe recht getan, Papa? Konnte ich nach allem ruhigen Gewissens ihn mangels jeglicher Hilfe sterben lassen? Ich, die voll Mitleid ist, wenn jemand leidet und weinen muss, wenn man ein Hühnchen schlachtet? Und wenn Sie wüssten, wie entzückt er war und gleich geheilt, als er mich nur gesehen. Und wie er mir das schönste Kästchen schenkte. Und für Alain und Georgette auch noch Geld. Sie hätten ihn bestimmt genauso gern wie wir. Er schwor, dass er mich über alles liebe. Und er sagte mir solch anmutige Worte von Dingen, die nicht ihresgleichen haben. Dass ihre Süße mich, sobald er spricht, durchrieselt. Und ich weiß nicht, was mich im Inneren so anrührt, dass ich ganz ergriffen bin. Er nahm mich bei den Händen und bei den Armen. Und er wurde niemals müde, sie zu küssen.